Ja, servus und hallo, herzlich willkommen zum nächsten Vlog-Video. Ja, wie fange ich an? Ich glaube, im letzten Video war das, oder, naja, das Kurzvideo habe ich ja nicht als Vlog ausgelegt gehabt, mit dem Trennschleife. Da habe ich ja noch gesagt, ich suche eigentlich ein 076 und ein paar andere Motoren sehen. Ja, ich befinde mich wohl, zwecks 076. Zeige ich euch später in dem Video an. Die steht nämlich nicht mit da. Erst einmal fangen wir an. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, gesagt, wir haben in der Haldorf unten auch irgendwas gemacht. Zwecks Kran für ein Projekt. Ich weiß gar nicht, wo das letzte Mal die Kehrmaschine schon hingestanden ist. Schon wieder ein wenig her. Könnte es auch. Naja, die war auf jeden Fall auch noch hin, weil was gemacht worden ist. Aber da dafür war das nicht. Der Kran ist gemacht worden wegen. Tada, dem da. Ja, den Beitrag steht endlich hin. Es ist einmal, ja, ein bisschen losgegangen. Noch nicht die Welt, ihr seht, es ist die Motorraumhunden. Es sind die Scheinwerfer ausgebaut, die liegen da. Die Sitzkisten des Hauses, der Sitz ist weggeschmissen. Ja, warum ist das jetzt weggeschmissen? Der ist einfach, ja, kaputt. Federung kaputt, alles ausgenudelt, kein Sitzpolster, nichts mehr. Hinüber. Ja, so schaut jetzt momentan innen aus. Also so. Ne? Ja. Ziemlich offen. Pneumobauergetriebe, das ist Luftschaltner. Jetzt sieht man das ein wenig mehr. Ja. Warum ist es noch nicht weiter? Hat einen ganz einfachen Grund. Wir waren letztes Wochenende. Oder wurde schon wieder vorletztes Wochenende? Kann ich jetzt nicht mehr sagen, die Zeit die rennt. Ich lebe irgendwie in einer anderen Welt, keine Ahnung. Die Zeit die rennt wie Sau. Wir waren auf jeden Fall im Wald, haben bloß ein wenig Liegendholz verarbeitet gehabt. War ein wenig im Staatswald, ein bisschen liegendes Material. Und ja, da war unter anderem ein wenig starker Eiche dabei. Ja. Ein Großteil hat er vorher heute schon gespalten und in die Holzregale rein. Ein bisschen aber das Licht noch draußen vor der Halle. Filmen hätte ich es nicht können, aber das war mit einem Bekannten zusammen. Denn, ja, hätte ich nicht mit Filmen brauchen. Und zweitens, das war direkt an der Autobahn gelegen. Ein wenig erhöht, aber mir ist so viel Verkehr gewesen. Das müsste es ja dann wahrscheinlich irgendwie auch wieder. Naja, ist mir ein wenig zu riskant gewesen. Nee, auf jeden Fall haben wir noch ein Holz gemacht, wohl bloß liegendes. Und ja, wo keine Zeit mehr. Demnächst, wenn es dann einmal kalt wird, dann müssen wir noch einmal rein wollt bei meinem Arbeitskolleg. Da holen wir dann auch noch ein wenig Holz. Ja, in Unemwald draußen waren wir schon. Ein bisschen was wäre noch. Aber man muss ja immer so ein wenig die Augen offen halten, muss man noch ein wenig kriegen kommen. Ist ja nicht verkehrt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, war ein wenig Waldarbeit angelegt. Filmt habe ich davor leider nichts. Ich kann ein kleines Bild rein da, die in der WhatsApp-Gruppe drin, die haben es gesehen, das Bild von meiner Brotzeit und vom beladenen Auto an dieser Stelle hier. Blende ich mal kurz ein Bild ein. Ja, dann habt ihr das gesehen. War nicht viel zu sehen, wie gesagt, das war der Land Rover beladen mit ein paar Sägen, der vorher einen Autoanhänger gehabt, da war ein wenig was drin. Kein großer Akt, halt ein wenig Sägen. Ja, ich habe gesagt, ich habe ein 076. Ich habe drei Sägen im Einsatz gehabt, wie wir im Wald waren. Das war die 076 mit dem 75er Schwert, das ich von meiner 0,51 habe. Ich habe die 0,20 im Einsatz gehabt, die da steht. Und ich habe die 0,24 in Benutzung gehabt. Also die zwei Sägen, die zwei da vor links und die dritte vor links. Die zwei habe ich im Einsatz gehabt. Der Vater hat seine 0,34 gehabt. Das ist die Vater vor links. Die 0,44 ist allerdings nicht schön gegangen, weil die Ketten, naja, miserabel waren. Das sind jetzt neue Ketten dafür da. Und die Husqvarna war im Einsatz. Und mein Bruder sei Dolmar, die in der Rudenkiste drin ist, die war mal im Einsatz. Ja, ich habe mein Dolmar dabei gehabt. Ich habe die 0,38 dabei gehabt, die 0,51 noch dabei gehabt. Hab's aber tatsächlich da nicht gebraucht. Ja, da waren eigentlich auch so, wozu nimmst du so viel Motorsägen mit in der Welt? Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe lieber ein paar Motorsägen mehr dabei,
und konnte dann wechseln, als dass ich Zwänge dabei habe, weil das ist nämlich scheiße. Außerdem, ich habe die Motorsägen ja, weil ich das sammle, und die Motorsägen muss jetzt am ehesten ein. Bestimmt daheim, um ein paar Brettler in der Holzschlicht zusammenzusägen. Haha, nee, die nimmst du ja am besten in der Wolten mit, weil du kannst am ehesten einsetzen. Ja, das bin ich immer so dabei. Gebraucht habe ich tatsächlich die 024A bloß, weil bei der 020 sich das Seil von der Seilrollen abgewickelt hat und ich habe keine Lust gehabt, den Volt anherzugehen und das Seil wieder drauf zu puppeln. Hätte ich noch aufmachen müssen in Statte und hätte das Seil wieder auffädeln und wieder Spanner und ja, Schräubler im Volt rausdrehen, die gingen dann verloren. Irgendwie scheiße. Muss ja nicht sein. Nun ja, wenn sich jetzt der Hund ein wenig wundert, was da für ein Getrappel im eine Tour ist, ja, ich habe zwei Hilfe jetzt dabei. Einmal der alte Stinke-Willi. Willi? Willi? Und wo sitzt? Sitz? Du bist ein Feiner. Jawohl. Brav. Und der Reili ist auch mit da. Reili? Bist du? Reili? Hier? Reili? Komm mal, sitz! Reili! Sitz! Ja, fein! Brav! Ja, die zwei sind auch mit du. Ich hab mir gedacht, ich drehe noch ein kleines Video. Und wenn ich schon der Hund in der Halle bin, noch nimmst du halt einmal mit runter. Da brauche ich nicht groß aufpassen, weil die können so nicht weit weg. Ganz einfach. Ja, weswegen bin ich aber eigentlich Hunden? Ja, einmal, wie gesagt, im Betrag ist jetzt einmal grundlegend ein bisschen losgegangen. Natürlich kam ohne was, was für eine große Aktion. Ihr wisst, den Mulcher haben wir damals schon runtergebaut und ja, es ist jetzt nicht viel passiert, weil halt nicht die Zeit war unter der Woche. Ja, bist du froh, wenn du vor der Arbeit haben, kommst du mal in meinen Stuhl und dann passiert auch nicht viel. Es ist momentan auch so, du müsstest den Hunden noch heizen, es ist. Ja, jetzt haben wir draußen Plusgrad, heute haben wir uns plus 10 Grad. Aber es ist trotzdem dann, wenn es auf Dauer Hunden arbeitest, ist irgendwie kühl. Macht dann keinen großen Spaß. Also die Woche, was wir haben, letzte Woche war es ja deutlich kälter, da haben wir einen Minusgrad gehabt. Bei Minusgrad haben wir gesagt, Kisten 1 Volt, macht einfach mehr Sinn. Muss die Gelegenheit nutzen, solange der Boden fest ist, befahrbar ist und vor allem, dass es trocken ist. Ja, die Woche hat es das Ringer angefangen, heute war es ein wenig stürmisch bei uns. Ja, halt so das Obligatorische. Wie gesagt, jetzt war dann Holzspalten erst einmal angesagt, das hatte ich vorher gemacht. Ich habe meine Stelle ausgemisst gehabt, weil das ist liegen geblieben jetzt dann, wie wir im Wald waren. Ich habe Heu und Stroh aufgefüllt gehabt. Halt die üblichen Arbeiten, die üblichen verdächtigen Arbeiten, die man immer so hat. Ja, ansonsten nichts Weltbewegendes. Wie gesagt, den haben wir jetzt dahin. Das ist auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter als da draußen. Ja, das wird auf jeden Fall dann demnächst noch weitergehen. Ja, ich bin aber aus einem anderen Grund noch Hunden. Ich habe die 076 gekauft. Und ja, bei der 076, da war noch was anderes dabei. Das wurde schöner. Ich habe zu der 076 noch eine 051 dazu gekriegt. Die Geschichte ist folgende. Der Besitzer, der hat geerbt gehabt von der Bahn, einen TS 760 mit Stumek-Aufsatz. Stumek ist ein Hersteller, Stumek Geismar, die machen verschiedene Gerätschaften für den Gleisbau. Und da war eine Trennschleife dabei, speziell zum China drin. Ja, der Vorbesitzer hat sich dann einmal eine Diamantscheibe drauf gemacht. Und hat er mit ein wenig Betonplatten und Pflasterstahl und sowas geschnitten. Ist natürlich, ja, ohne Wasserkühlung natürlich so eine Schiene drin. Ein Flex, wenn du da hast, oder halt eine Trennschleife, hast ja normalerweise auch kein Wasser. Du tust ja deinen Stahl, wenn du da drin ist, da nicht Wasser kühlen und drin, sondern du flexst es oder schnitzt es ja einfach nur ab. Und ja, hat natürlich dementsprechend gestappt dann. Das war dann auch so der Grund, wo er gesagt hat, naja, so recht einsetzen kann er es nicht. Er hat sich dann von Husqvarna, ich habe einmal Husqvarna-Vertretung gehabt, hat er sich an extra Trennschleife mit Wasserspülung, Wasserkühlung gekauft und Staubbindung.
Ja, und dann war die TS-760 übrig. Und da hat er sich dann gedacht, naja gut, was machst du mit einer TS-760? Er hat noch eine 0,51 gehabt, also sowas wie ich da habe. Also den Büffel da. Und die 0,51 hat einen Kolbenfresser gehabt. Naja. Die 0,51 und die 0,76, habe ich glaube ich im letzten Video schon erwähnt, sind ja baugleich. Stammen beide aus der Typenreihe 1111 oder 1111. Das ist die Bauserie von Stihl und die teilen sich im Endeffekt das Silberkurbelgehäuse und ja, eigentlich auch andere Teile, Griffstück etc. pp. Die 0,76 hat einen größeren Kolben, die hat ja 111 Kubik, die 0,51 hat 89 Kubik, die 0,51 hat 5,8 PS, die 0,76 hat 7 PS, ja. Die 0,76 hat unter anderem einen händischen Zusatzöler nochmal drauf. Na, auf jeden Fall hat er dann mit den Teilen von der 0,51 den TS umgebaut, den Trennschleifer. Und hat aus dem Trennschleifer eine Säge gemacht, hat den Zusatzöler verbaut. Ja, funktioniert astrein. Hat er dann eine Zeit lang zum Bohlen- und Balkenschneiden gehabt. Hat es aber dann auf Dauer nicht mehr gemacht. Weil ich gesagt habe, dafür ist die Sicht dann doch zu schade. Wenn es nicht aufpasst, verheizt es ja damit. Und dann, ja, was er eigentlich bloß noch rumgestanden, weil so eine Grusa-Sicht brauchst du eigentlich nicht so oft. Gut, ich wollte ja so einfach nur, weil es ein schöner Sicht ist, weil es mir gefällt. Mir gefällt, wie gesagt, diese ganze Bauform von dieser Säge. Also wie gesagt, ich habe die 0,51. Das ist mein 0,51, wie ihr wisst. Die hat jetzt aktuell ein Duromatik-Schwert drauf. Das heißt, das ist eins mit Panzerspitzen. Das hat keinen Umlenkstern. Mir gefällt die Bauform von der Säge. Einfach, ihr seht, das ist alles ein wenig kantig, ein wenig eckig. Das ist, ja, vor der ganzen Bauart eigentlich recht simpel aufgebaut. Ja, manche denen sagen es einfach zu klobig. Finde ich jetzt persönlich nicht. Es kommt darauf an, was man damit macht, aber ich mag es auch richtig gern. Ich arbeite sehr gern damit. Ich stehe theoretisch damit auch ausosten, aber da waren dann auf Dauer vielleicht auch die Arme ein wenig lang. Außer du bist wirklich im Starkholz unterwegs. Also wenn es da Eiche oder was hast, mit richtig massiver ist, dann könnte man vielleicht darüber diskutieren, ob man die braucht. Hauptgebiet ist eher im Starkholz quasi Fällen, also Eichen, recht großer Durchmesser, Buchung oder sowas, recht großer Durchmesser. Oder halt dann eine Ablenkschnitte, wo du dann auf einmal durch einen großen Stamm durchmöchest. Ja, wie gesagt, die Bauform gefällt mir. Deswegen wollte ich so eigentlich. Aber ich im Sound, die haben einen recht schönen Motor gelungen. Und ja, das hat sich halt dann so angeboten. Und nun war das halt so, ich habe dann zu der 0,76 eben den TS 510 dazugekriegt. Das Video habt ihr ja letztens gesehen, das war so ein Kurzvideo mehr oder minder, was ich eingestellt habe. Ich habe noch in dem Kurzvideo auch nur sachte laufen lassen, weil er einen neuer Kolben, neuer Zylinder drauf hat. Ich wollte ihn auch nicht gleich prügeln. Das Metall, was ich geschnitten habe, das war wegen so ein U-Eisen, wenn man so nennen will. War jetzt nicht wundern was, wie stark. Ich habe es außen ein wenig provisorisch aufgelegt, nur weil ich noch mal probieren wollte. Voll durchhalten wollte ich nicht, das hätte sich dann irgendwann durchgebogen und dann hätte es die Scheiben geklemmt, dann hätte ich mir vielleicht die Scheiben kaputt gemacht, das wollte ich nicht. Deswegen, ja, wurde es vielleicht ein wenig unfachmännisch ausgeschaut. Aber ich wollte ihn ein wenig schon auch nicht gleich prügeln wie ein Geisteskranke, weil da macht man sich bloß kaputt. Ja, dieses Ding habe ich natürlich da unten. Den hebe ich einmal raus, da brauche ich aber zwei Hände zu. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, da ist das gute Stück. Das ist jetzt, wie gesagt, ein TS 510. Der originale TS 510 von Stihl hat einen anderen Aufsatz gehabt. Das ist, wie gesagt, eine Maschine, die ist für den Gleisbau gewesen. Der ganze Aufsatz da vorne dran ist eigentlich speziell für den Gleisbau gedacht. Der Aufbau, also die sind soweit eigentlich baugleich. Die ist ein bisschen älter, die Tankform ist ein wenig anders, das sieht man da. Der Tank ist da hinten abgestuft. Oder besser gesagt, das Stadtgehäuse.
Und die hat schon das komplette Stadtgehäuse bis vor. Ist aber sonst soweit baugleich. Ihr seht aber einen Unterschied. Die hat eine hohe Luftfilterhaube. Während die 051 eine flache Luftfilterhaube hat. Warum ist das so? Trennschleife, hast vielleicht doch ein wenig mehr Staub oder Dreck. Sitzt oben ein zylinderförmiger Filter, ähnlich am Luftfilter vor dem Schlepper. Und ja, der verhindert eben, dass dann Metallspäne oder irgendwas eingesaugt werden und den Motor beschädigen. Ja, das ist dieser ganze Büffel. Ein schöner Maschine. Hat natürlich keine Kettenbremse, weil es ist keine Ketten vorhanden. Der hat eine Riemerscheibe, da läuft ein Kallriemer drauf, der läuft unter dem Schutz da und treibt dort mit die 350er Trennscheibe da an. Das ist eine spezielle Schienentrennscheibe, steht auf der Trennscheibe auch drauf. Im eingebauten Zustand, warten wir, das aber nicht lesen können. Nö, ist abgedeckt. Ja, wie gesagt, das Ding kommt eigentlich aus dem Gleisbau. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich damit mache, was ich damit anfange. Ich finde ihn an sich recht interessant. Für Mogrusa Metalle irgendwas schneiden, ja, kann man da bestimmt verwenden. Aber mal gucken. Wie gesagt, ich habe noch, ob ich noch brauche, sei dahingestellt. Wie gesagt, das Video vom Lauf seht ihr ja, wenn der in meine Videochronologie eins weiter vorne schaut, wenn man so will, auf meinem Kanal. Da habe ich den Probeschnitt gemacht. Und ansonsten gibt es dem eigentlich nichts weiter zu sagen. Wie gesagt, 89 Kubik, 5,8 PS. Ich habe noch eingestellt auf ca. 9000 Umdrehungen, was er macht. Extra wenig runter geregelt, welche der Trennscheibe. Und ja, der rennt wie eine 1. Gibt's nichts. Gefällt mir. Wie gesagt, da habt ihr jetzt dann quasi zwei 051, wenn man so will, nebeneinander. Der einzige Unterschied jetzt vielleicht noch bei dem, also wie gesagt, ich habe den hohen Luftfilter. Wir können aus dem jetzt aber relativ einfacher Motorsäge machen. Der hat eine Ölpumpe drin, da ist allerdings der Pumpenantrieb jetzt nicht drin. Du könntest diesen TS ganz leicht zu einem Motorsäge umbauen. Von vorne wird der Pumpenantrieb reingesteckt. Du machst dann einen Kettenraddeckel, beziehungsweise machst den Kettenraddeckel runter, du machst da Schwert drauf, du brauchst da andere Kupplungsglocken mit Kettenritzel natürlich dann und nicht mit Riemerscheiben. Und dann kannst du ganz normales Motorsägenschwert drauf machen, kannst die eigentlich schon betreiben. Das ist im Endeffekt ja nichts anderes wie ein Motorsäge. Die speziellen TS hatten keine Ölpumpe, hatten andere Deckel. Die hier zum Beispiel, die hat auch einen ganz normalen Öldeckel drauf. Da ist natürlich jetzt kein Öl drin, das ist leer. Die Ölpumpe selber sitzt, wie gesagt, vorne, eigentlich unter dem Deckel. Da ist jetzt ein Blindstopfen drin. Wie gesagt, macht ja keinen Sinn, dass jetzt eine Ölpumpe mitläuft, die dir auf Dauer kaputt geht, wenn sie kein Öl fördert. Deswegen ist da keiner verbaut. Könntest jetzt ganz leicht verbauen, bräuchtest dann wirklich nur noch ein Schwert draufstecken, eine andere Kupplungsglocken. Und könntest mit dem Ding, oder wie mit einem Motor sich erben. Es ist innerhalb der Ölfilter, es ist innerhalb der Ölschlauch, ist alles vorhanden. Wie gesagt, es fehlt eigentlich bloß der Pumpenantrieb. Ja, das ist so ein wenig der Unterschied zum eigentlichen TS 510. Ich finde das Ding, wie gesagt, recht interessant. Wie gesagt, was ich damit mache, muss ich mal sehen. Der steht halt jetzt da unten mit dem Regal. Da unten seht ihr Kisten, hinter die ganzen ja, Handwerkzeuge. Das sind noch andere Trennscheiben, nagelneuer China-Trennscheiben. Es sind noch Asphalt- und Beton-Trennscheiben drin. Und es ist die Diamant-Trennscheibe drin. Die ist noch recht gut. Und in der ja, rosaner Kisten um drauf. Willi? In der rosaner Kisten um drauf, da liegt noch der Argenola Kolben und Zylinder. Ja, der Kolben hat, wie gesagt, dann Fresse gehabt. Den werden wir nicht mehr retten können. Den Zylinder könnte man retten. Der ist wirklich nicht schlimm bei einer Nanne. Würde ich fast einmal versuchen. Ich habe ein Werkzeug dafür. Den werde ich auch einmal probieren zu holen. Und dann eventuell mit einem neuen Kolben vom Meteor wieder einen vollständigen Satz aufbauen, mit neuer Kolben bringen.
Und dann könnte man theoretisch diesen originalen Schulden wieder draufbauen. Wie gesagt, das ist ein neuer drin. Aber an auf Reserve zu haben, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ich habe, wie gesagt, zwei Motors irgendwo, der passen geht, wenn einmal irgendwas wäre. Hätte ich zumindest einen auf Reserve. Wobei ich nicht glaube, dass ich den brauchen werde, aber wie sagt man immer so schön, haben ist besser wie brauchen. Genau, also das bin ich hier durch unten. Das ist dieses Monstrum da. Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe ja gesagt, kommt noch ein Video dazu. Ich könnte ihn jetzt natürlich anlassen, könnte noch mal ein Metall suchen, könnte noch mal was schneiden, aber es ist wie gesagt blödsinnig, weil ich A, nichts passendes da habe und B, warum soll ich jetzt irgendwas unnütz zusammenschneiden? Zusammenschneiden funktioniert nicht. Ja. Guten Morgen. Nee, wie gesagt, wieso soll ich jetzt irgendwas schneiden, was ich nicht schneiden brauche? Und das Ding, das ist ja eh unterfordert. Wenn du mit einem Winkeleisen kommst, mit 5 mm Stärke, ich meine, das macht mein Hildiflex. Also die Hildi-Winkelschleife, Flex darf man ja eigentlich nicht sagen, weil ein Flex ist es ja nicht. Flex haben wir aber, also ich darf halt Flex sagen, ich meine, wir haben ja 230. Flex! Ja, also Flex haben wir auch. Aber Flex ist ja eigentlich ein Markenname. Winkelschleife heißt es ja eigentlich, oder Trennschleife. Auf jeden Fall, ja, das kostet mir dann einen normalen Akkuflex auch machen. Und ja, ich muss auch mal gucken, was ich damit ausstelle. Viel Gelabe, ich weiß, ihr werdet sagen, Mensch, red nicht so viel, mach was. Ja, ist halt so. Genau. Und die 076 zeige ich euch gleich. Ja, draußen ist finster, es ist jetzt 8er. Ja, so in der Halle gibt es eigentlich nichts weiter zu zeigen. Gibt es noch was zu zeigen? Nö, wie gesagt, Motorsägenregal. Alles ein wenig schön aufgerammt. Alles, was man so braucht. Die ganzen Kisten, das sind jeweils die Kisten für die Motorsägen. Also die zwei mittleren, auf dem mittleren Regal da, sind meiner. Das eine ist alles für einen Sägewerkschnitt. Also quasi mit meinem Anbausägewerk, Alaskan Mill. Und die anderen Kisten, unten Stänger zwar, oben Stänger zwar, das ist von meinem Vater. Das eine ist Handwerkszeug und das andere ist einmal für die 034, für die 044 und für die Husqvarna. Ist in Kisten aufgeteilt, das ganze Zeug mit Ketten. Ich habe das Ganze in eine Kiste da hinten. Da sind dann andere Garnituren noch dabei, 63er Führungsschiene und passender Kieden dazu für die 038. Es ist 53er Sandvik-Schiene für die 076 dabei, die hat einen Umlenkstand vorne drauf, da sind Ketten dabei. Es sind Ersatzketten fürs 75er Schwert, Ersatzketten für die 020, Ersatzketten für die 024 und. Halt alles, was du im Volt eventuell brauchst, da so Werkzeug ist drin, wie die ganzen Kombischlüssel in Taschen. Es ist ein wenig ein Abrichtwerkzeug drin. Ob man das jetzt im Volt braucht, dass du deine Führungsschiene entgraten kannst, naja, sei mal in den Raum gestellt, aber es ist in der Taschen drin und die Taschen liegt halt in der Kiste mit, also hat man es dabei, ob man das braucht oder nicht. Transportieren tut es das Auto oder der Bulldog, also von daher ist es ja wurscht. Genau, ja. Sonst gibt es eigentlich doch nichts weiter zu sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns um wieder. So Leute, jetzt sind wir home. Und ja, also noch mal kurz zum Truck. Das war jetzt, wie gesagt, noch mal kurz Info, dass ihr wisst, dass es überhaupt da mal losgegangen. Es haben ja viel schon gefragt, wenn es losgeht, ob ich da was zeige. Und wenn es da weitergeht, gibt es auf jeden Fall definitiv mehr Videos. Keine Angst. Also sobald sich da noch was ändert, ihr erfahrt's. So. Und jetzt zum Eigentlichen. Ich habe ja gesagt, ich habe A076 gekriegt, ja eigentlich ein TS 760 war. Und der Büffel, der steht in der Wohnung rum. Warum steht er da rum? Das Regal unten ist voll. Nö, die gefällt mir so gut, die steht einfach da rum. Die passt ganz gut oder auf mein Eckbank. Die steht normal immer da hinten. Da. Da passt er ganz gut hin. Da habe ich eh Platz. Ja, ein bisschen bekloppt bin ich vielleicht schon. Macht nichts. Ihr habt sein Bild schon gesehen.
Das ist das Schätzchen. Ja, da meine ich eigentlich so ein Schiff der Motorsicht. Ach, wie langweilig. Und dann so hässlicher Motorsicht. Und so schwer. Und kauft er 500i. Nö. Einfach nö. Die wollte ich. Die habe ich. Ein schönes Ding. Wie gesagt, Stil 076. Es hat an Zusatzöle. Mit Handbetätigung, wenn ich den drücke, kommt durch die Pumpe, durch die Zusatzpumpen, oder das ist Handöle, kommt Öl auf die Schiene und meine Ketten wird dort durchgeschmiert. Ja, ihr seht, das ist KAG 0 Stielschwert. Warum ist das KAG 0 Stielschwert? Das 75er, das war einfach bei meiner 051 dabei. Und warum soll ich KAG 0 Stielschwert für 300 in der Länge? Sind es glaube ich 180 Euro kaufen und originaler Stielketten. Wenn ich so ein Schwert habe, beziehungsweise wenn ich so ein Schwert mit vier Ketten für 130 Euro kaufen kann. Na, so teuer sind die nicht einmal. Nee, wie gesagt, ich habe das ja Und warum soll ich es nicht verwenden? Ja, ist nicht original, aber es funktioniert. Für das, was ich damit mache, langt das. Wie gesagt, das ist die Sech. Der Kettenrad ist nicht original. Ihr seht, da ist ein Aufkleber drauf. Warum ist da Aufkleber drauf? Warum ist das nicht der originale Schriftzug, der da eingeprägt ist, beziehungsweise etwas erhaben raussteht? Ganz einfach, es gibt nur noch ganz selten welche Zephina originale Bremsdeckel. Und wenn du sie findest, dann kostet so originale Bremsdeckel ja irgendwo zwischen 120 bis 200 Euro, so in den Dreh. Bewegen sich die, wenn sie in gutem Zustand sind. Und ganz ehrlich, das ist teuer. Das ist unheimlich teuer. Mir ist es zu teuer. Deswegen habe ich gesagt, das muss anders gehen. Und dann habe ich einmal geguckt und war mal bei meinem Stielhändler. Und bei meinem Stielhändler habe ich gefragt, was es für die Arginola-Bremsenhornteile gibt. Natürlich diesen Deckel nicht mehr. Und es gibt natürlich auch diese Kunststoffabdeckung mit Spanabweiser innen hier nicht mehr. Und es gibt ja unter anderem diesen Hebel hier nicht mehr. Und innen hier sitzt noch ein kleiner Umlenkhebel. Gibt's alles nicht mehr, aber Kleinteile hat es noch gegeben. Die Kleinteile habe ich mir bestellt. Dieser Deckel dort, der stammt aus dem Nachbau. Ja. Dann sagen wir jetzt eigentlich, ja, und was willst du dann? Hast jetzt den Hebel dann irgendwo im Internet gesucht, ob du da kriegst? Ja, ich habe noch gesucht, den findest du aber so gut wie nicht. Also, ich habe keine Nummer, nichts dafür. Ich finde ihn eigentlich überhaupt nicht. Dann habe ich mir gedacht, naja, was ist da schon groß dabei? Das ist ja nichts anderes wie ein bisschen Metall gebogen. 5 mm stark. Normalerweise musst du es doch selber bauen können. Boah, gedacht, gesagt, getan. Ich habe mir die Bremse einfach selber gebaut. Ein Bremsband habe ich im Internet gefunden, nagelneu. Die Abdeckung innen hier ist aus dem 3D-Drucker rausgelassen. Passt 1 zu 1. Hat vielleicht die falsche Farbe. Ist nicht weiß, ist halt rot. Juckt mich nicht. Seht ihr da eine rote Abdeckung? Ich jetzt nicht. Genau, die Uhr ist auch bing. Wenn man da hinten reinguckt, sieht man es so vielleicht. Nö, nicht einmal da. Müsste ich den Deckel abnehmen, habe ich aber keinen Schlüssel rum. Ja. Habe ich, wie gesagt, selber gebaut. Die Anlenkung da oben auch. Diesen Hebel. Dieser Griff war schon drauf. Es hat, wie gesagt, nur dieser Deckel da gefällt. Und ich habe mir das selber gebaut. Kettenbremse. Die ist fest. Die ist gelöst. Ja, was will man mehr? Funktioniert? Funktioniert, astrein. Eigenbau. Hat mich 5 Stunden Arbeit gekostet. War mal Nachtschicht. Da habe ich mich vor 2 Wochen an einem Freitagabend nachgestellt. Bin um kurz noch 7 Uhr unter die Halle. Mit der Bonze ich ein Stück vom Metallglotz runtergeschnitten. Den Metallglotz in meine Gasesse warm gemacht.
bisschen grob zurechtgeformt und dann muss halt schleifen, schleifen, feilen, schleifen, schleifen, feilen, bohren, schleifen, feilen. Und rausgekommen ist die Hebelage für die Bremse. Und die funktioniert. Die funktioniert hervorragend. Kostet nicht meckern. Wie gesagt, das ist die Sech. Ist jetzt eine Stihl 076 Elektronik Quickstop. AAG 0 Typenschild Elektronik Quickstop. Ja, findest ganz, ganz selten. Vielleicht in Amerika. Aber bei 20 Euro Versand langt das doch da. Ist mir wurscht. Wie gesagt, ist ein schöner Sech, wie ich finde. Ist groß, ist natürlich dementsprechend schwer. Das ist jetzt, ja, K500i, die 6 Kilo bei 6 PS wiegt. Das ist eine Sech, die wiegt, ja, mit der Garnitur an die 12 Kilo bei 7 PS. Muss man erst einmal handeln können, ist richtig. Macht nichts, mir macht es Spaß. Die wollen wohl dem Einsatz, die hat die Eiche zerlegt. Ging bombastisch. Hat richtig Laune gemacht. Hat Kraft wie Sau, die Maschine. Drehmoment wie Sau, das ist das Wichtigste. Also die, ja, läuft einfach weiter. Du merkst zwar, okay, die Drehzahl geht ein wenig runter, aber die zieht einfach durch. Anera sehe ich, die blockiert. Die nicht. Die zieht dort durch, egal wie widerspenstig das Holz ist. Und das gefällt mir eben, und denen sehe ich so gut. Die Langhubmotoren, die haben Kraft wie Sau. Im Gegensatz zu der 0150, wie gesagt, die hat den Handöler, den hat die 051 nicht, könnten wir dort nachrüsten. Die hat ein Dekompressionsventil, das kann man eindrücken. Braucht man bei dieser Säge auf jeden Fall. 111 Kubik anreißen ohne Dekompressionsventil ist machbar, kostet aber unnötig Kraft, die man nicht aufbringen muss. Die Kompressionsventil, was macht es? Ich habe es jetzt gedrückt. Das heißt, der Brennraum ist offen. Ich habe deutlich weniger Kompression. Ich ziehe jetzt nicht so stark, weil dann läuft es ja vielleicht weiterhin nach vorne. Ja, Kompression ist etwas abgemildert. Der Brennraum ist etwas geöffnet. Du kannst da mit dem Dekompressionsventil so weit starten, dass er zünden tut. Und sobald die das erste Mal zünden tut, geht das Ventil hinten zu, ploppt quasi wieder raus und die Säge, ja, springt an und läuft. So der Idealfall. Wie gesagt, funktioniert auch ganz gut, kann ich mich nicht beschweren. Ein Unterschied zu der 051, die Auspuffblende ist deutlich breiter, der Auspuff ist deutlich größer. Ihr seht das schon. Die Ausbuchtung geht auch wesentlich weiter raus. Bei der 051 ist das in eine Flucht. Bei der 076 ist das deutlich breiter. Auch der Tank. Dieses ganze Drumpel hier rüber. So die größte, das ist der Tank. Ist deutlich breiter. Bei der 051 ist er etwas schmäler. Man sieht das ganz gut. Ihr habt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kühlluftrippen. Bei der 051 sind es bloß 5. Der Tank ist, wie gesagt, schmäler. Der ist breiter. 051 hat 900 ml Fassungsvermögen. Die 076 hat 1,2 Liter Fassungsvermögen. Wie gesagt, das ist eine richtige Büffel. Die rennt wie eine 1. Ein schöner Sech, schwer, ja, aber mir macht es ja Spaß. Die Longer-Garnitur habe ich jetzt auch drauf. Die Sech ist jetzt schön ausgebändelt. Wenn ich sie jetzt hochnehme, hat sie nicht ganz so extrem den Hängearsch. Klingt lustig, ist aber tatsächlich so. Ich habe das 53er Schwert drauf gehabt. Die 53er Schiene mit Umlenkstern. Das ist eine Sandwich-Schiene, eine schwedische Schiene. Und ja, da ist er recht hecklastig, die sehe ich. Also da wippt er dann hinten, der hintere Griff deutlich nach unten. Da war es dann übertrieben gesagt zu kink, wenn du es in den Mitten gehalten hast. Und so ist es doch deutlich angenehmer.
Also, hängt wesentlich schöner. Und das schwert, bevor ihr die Locker von der Ölmenge. 0,51 und 0,76 haben ja auch einen mengenregulierbaren Ölhebel hier. Der sitzt hier. Ja, das Minus geht bis vor. Soll bloß andeuten, dass Minus da vorne ist. Niedrigste Stufe ist da. Höchste Stufe ist irgendwo hier hinten. Man könnte so da oder hierher klappen. Kann die Ölmenge regeln. Bei den meisten Annensägen, oder ja, ich kenne es eigentlich von den Annensägen alles. Entweder läuft die Ölpumpen fest auf einer Menge und kann nicht verstellt werden, oder du hast auf der Unterseite von der Säge eine Schraube, die du verstellen kannst. Diese Säge hat einen Handhebel, den du je nachdem, was du sägst, einfach oder ganz bequem mit dem Finger rauf und runter regelst. Drehst den voll auf, dann haut die ja, bei einer Tankfüllung den Öltank locker mit durch. Locker, und da geht auch einiges neu. Ich habe es mit dem Schwert oder in der Eiche auf niedrigste Stufen gefahren und es war immer noch massig Öl auf der Schiene. Überhaupt kein Problem. Der Zusatzöl, der wo da ist, wird bei dem Holz und bei dem Schwert nicht benötigt. Könnt ihr vergessen. Da kannst du dann eher so 1,20 Meter Schiene drauf machen, dann wird es interessant. Dann könnten wir vielleicht mal über ein Handöl nachdenken. Und 1,20 Meter ist für die Säge auch kein Problem. Macht die auch mit Leichtigkeit. Ja, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Ich hätte zur Not noch ein 95er Schwert unten. Ist aber auf der E30 drauf. Aber wann brauchst du es? Also dann kannst du eigentlich im aufrechten Gang kannst du ein paar Mal ausosten, dann kannst du die Grusassee nehmen, aber brauchst du nicht mehr pucken oder so ähnlich. Nee, wie gesagt, das war das Ding, das was ich unbedingt haben wollte. Ich finde, es ist ein schöner See. Mir gefällt es. Ja. Es muss Leute geben, die sagen das, wie gesagt, anders. Aber ich wollte sowas unbedingt haben und jetzt habe ich es. Und ich freue mich darüber, dass ich es habe. Ja. Bisschen sauber gemacht habe ich es, aber ausgeblasen. Und wie ich es gekriegt habe, habe ich es erst einmal gründlich gewaschen. Ich denke, die ist für ihr Alter doch noch in recht schönem Zustand. Ja, genau. Die wollte ich euch noch zeigen. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Es wird ja definitiv auch mal ein Video geben vom Volt noch und vom Einsatz vor dem Motorsägen. Wird noch kommen. Im Moment, wie gesagt, das ist draußen. Ja, das wird ja nicht ganz so toll. Es regnet im Moment zwar nicht, aber es ist immer noch windig. Es ist alles nass. Die Böden sind aufgetaut. Wir haben jetzt aktuell immer noch 8 Grad plus. Es ist jetzt mittlerweile 9er. Und ja, bei den Temperaturen, ihr könnt euch vorstellen, wie das ist, wenn es eine Woche lang geregnet hat, wie die Wälder dann ausschauen. Du gehst mit den Schuhen rein und ja, 5 Schritte und deiner Schuh sind 1 Kilo schwerer, weil so viel Dreck dran hängt. Ich meine, mit einer Maschine brauchst du dann genauso wenig Neufuhren, kannst vergessen. Von daher, ja, kommt noch. Draußen, wie gesagt, bei den Viechern ist nicht weiter was passiert. Bei den Kühen weiß ich immer noch nicht, ob sie tragend sind oder nicht. Bei der Röller würde ich es tippen, könnte es vielleicht auf September soweit sein. Habe ich ja schon gesagt. Bei der Adele bin ich mir nicht sicher. Ja, es war Zeit, dass man mal einen Ultraschall macht. Aber wie gesagt, das soll ja mit BHV1 zusammengelegt werden. Mal gucken. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ansonsten gibt es nichts Neues in meiner Wohnung. Hat sich auch nichts verändert. Doch, der Christbaum ist weg. Den habe ich gestern einmal abgebaut. Ja, was haben wir heute? Den 18. Februar? Ah, der war lang gestanden, ist ja wurscht. Adventskranz habe ich auch mal aufgeräumt. Nö, darf ich auch mal sagen. Ich habe mir gedacht, so Mitte Februar könnte man dann doch langsam mal umstellen. Die Tischdecken ist wieder blau, nicht mehr rot. Der Adventskranz ist unten. Auch Osterhäsler steht da mit auf dem Tisch. Ja, ist auf jeden Fall besser als Weihnachtsdeko jetzt. Aber fand ich eigentlich nicht schlecht. Draußen ist es so trist und grau. Hier haben wir noch der Christbaum gestanden. Ist ja künstlicher, deswegen kann er so lange stehen bleiben.
ich habe einen künstlichen, welche die Katzen, weil da, wenn du da einen echten hast und der steht da einmal mit Kachelofen, der, wenn du einmal 2 Wochen steht und die Katzen, die toben und hupfen rein, dann kannst du jeden Tag unten drunter ab Pfund Tannennadeln aufsammeln. Und ich sage einmal, spätestens noch 3 Wochen ist der Baum nugget, wo ich mir dann denke, ist ein wenig schade dafür, dann einen Baum zu fällen. Ja, künstlicher Baum ist jetzt nicht unbedingt gut fürs Klima, sagen wir es mal so, aber der begleitet mich vielleicht die nächsten 20, 30 Jahre und dann brauchen wir da auch nicht mehr drüber diskutieren. Ja, wie gesagt, der Haufen Gelaber. Ich habe nicht mehr zu sagen. Alles weitere habe ich Quatsch. Dann war das Video bloß unnütz lang. Ich der Zilzel Ziffel. Ich war schon. Es wird demnächst draußen losgehen. Ich denke mal, wenn es jetzt da mal Abo durchdrucken bleibt, dann werden wir mal noch Mischstreuer. Ich habe draußen im Betzbeich noch das Anachfeld zerstreuen. Da muss Dünger drauf. Dann muss es geackert werden. Dann muss es mit der Kreiseladen und Seemaschine eingesät werden. Das soll auch Summergaschen aus. Ja. Im Moment Befahrbarkeit. Ich sage mal so, ich kann schon reinfahren, das ist kein Problem. Ich kann auch die Flächen befahren, aber wenn ich wieder raus will, ich muss über die Straße. Dann kann ich mir da draußen irgendwo einen Wasseranschluss suchen und ein wenig an Strom und kann jedes Mal die Maschinen waschen, weil die Straße schaut sonst bis Parkach aus wie Sau. Wir haben auch Kehrmaschinen, aber den trägt den tue ich mir nicht an. Warten wir noch ein wenig, bis es ein bisschen trockener ist, bis die Böden besser befahrbar sind. Dann geht es da draußen los. Und ansonsten, ja, Mischstreuer, Seher steht jetzt an. Wenn es dann noch ein wenig auswärts ist, ich schätze mal so Mitte März, Mitte, Ende März, werde ich die Wiesen abschleppen. Ich war einmal dann Mieslachen fahren. Sind gut 1000 Liter unten, also richtiger Mieslachen. Ohne irgendwas Zusatzwasser, das ist nur die Mieslachen, was rausgelaufen ist durch Schwitzen. Das muss ja wieder ein wenig mit Wasser verdünnt werden, sonst ist es ein wenig scharf. Also das, wenn du auf Brennnessel drauf schützt, die wachsen dann auch nicht mehr, die gehen ein. Das Zeug, das hat schon ordentlich Dampf. Und ja, das kommt dann auch noch, aber das seht ihr, kommt alles so nach und nach. Im Moment ist halt, wie gesagt, wetterbedingt einfach nicht so viel los. Heu und Stroh auffüllen, schon wieder zu zeigen, ist auch irgendwie Quatsch, habe ich gedacht. Haben wir, glaube ich, das letzte Mal gehabt und das schon wieder, ist ja auch nichts Neues. In die Stelle ist eigentlich auch nichts anderes. Ja, zwar vor die Ferkel sind verkauft, habe ich aber, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gesagt. Denke ich. Oder vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Sunday ist noch da, die Anaglana. Die bleibt ja auch da. Und die anderen zwei sind verkauft. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Und wie es weitergeht im nächsten Video. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder und hoffentlich labe ich da nicht so viel, sondern es gibt dann vielleicht ein wenig mehr zu sehen. Aber ihr kennt mich ja, solcher Video wie das kommen ja. In diesem Sinne. Servus lach.